Heute geht's um all die schönen Dinge am Kindsein. Mama, wenn ich groß bin, will ich Hipster werden. Wenn man Post bekommt, dann freut man sich jedes Mal, weil man immer weiß, dass es gute Post ist. Oh, eine Rechnung! Mahnung vom Finanzamt, wie cool! Niemand umarmt so furchtlos wie ein Kind. Wenn der Eiscremewagen halt einfach so verlockend war, musste man dem hinterherrennen. Ich will ein Eis, ich will ein Eis, ich will ein Eis, ich will ein Eis. Auch als Kind muss man schon die richtigen Prioritäten setzen können. Oh, ich will ein Eis, ich will ein Eis, ich will ein Eis. Der einzige Job, den man hat, ist es, in den Kindergarten zu gehen, um Spaß zu haben. Danke für die Zusammenfassung der Quartalszahlen, Lukas. Wie ist denn der Projektstand beim Lego-Haus, Susi? Obwohl, Spaß habe ich jetzt auch. Hast du noch Spaß im Leben? Ja. Nice. Übrigens, ich trage immer zwei ungleiche Socken, denn ich habe definitiv ein Sockenmonster in meiner Waschmaschine. Wem geht es auch so? Schreibt es mal in die Kommentare. Als Kind ist es kein Problem, wenn man andere Leute angrapscht. Simon guckt. Man hat unendlich viel Zeit und man kann auch was anfangen mit dem Wort Langeweile. Oh, mir ist fad. Also Langeweile, ich kenne das nicht mehr. Es gibt immer was zu tun. Also wenn ich Langeweile hätte, könnte ich was tun. Wie geht euch das? Wenn du Mist gebaut hast, dann bügelt Mami das für dich aus. Und außerdem, die Kindergartenbetreuerin, was soll sie schon machen? Feuern kann sie dich nicht. Mama, ich habe eine 4 geschrieben. Was? Da kann der Lehrer was erleben. Ja, scheiß Lehrer. Wenn du früher im Auto eingeschlafen bist, dann hat dich Papa oder Mama ins Bett gebracht. Wenn dir das heute passiert, dann wird dein Kopf auf einem flauschigen Airbag gebettet. Als Kind verzeihen einem Erwachsene alles. Einmal süß gucken und schon ist es kein Problem mehr. Wenn ihr das heute noch macht, Daumen nach oben. Man kann richtig viel schlafen. Als Kind kannst du nackt auf der Couch liegen, alle Viere ausgestreckt, voll gekleckert sein mit Eis, währenddessen irgendeine Serie gucken und dich null interessieren dafür, was andere über dich denken. Wenn du das als Erwachsener machst, dann würde dir vielleicht Therapie nahegelegt werden. Wobei, ich glaube, ich mache das morgen. Man kann zwar nicht immer Eis essen, sondern muss warten, bis einem die Eltern es erlaubt haben. Aber wenn man es macht, dann macht man es ohne jegliche Sünde und macht sich keine Gedanken über seinen Stoffwechsel und trägt es dann in die Kalorientabelle ein. Ich mach das nicht. Weihnachten war so schön magisch als Kind. Bitte schön. Bitte schön. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Ah, das habe ich mir gewünscht. Ich habe auch was für dich. Habe ich selbst gemalt. Also es war schon eine schöne Zeit, aber ich glaube, das wird auch wieder schöner, wenn man selber Kinder kriegt, tatsächlich. Das wäre jetzt nicht der vorrangige Grund für mich, Kinder zu kriegen, aber es ist sicher ein schöner Nebeneffekt. Wenn ihr ein paar der Dinge heute immer noch macht, dann ist es genau richtig. Ich finde, man sollte sich das innere Kind bewahren und zwar ein Leben lang. Grüßt mir das ganz lieb. Ich schicke euch ein dickes Bussi. Baba.